Assistenzarzt Frederik Seehauser hat Dienst in der Notaufnahme, als dort ein Patient nach einem Reitunfall bei einer Wildwest-Show eingeliefert wird. Dessen Freundin Clara erwartet in der Klinik eine böse Überraschung, denn der Hobby-Cowboy verbirgt ein Geheimnis. Also, wir haben hier den Herrn Stefan Beck, der ist 35 Jahre alt. Cowboy-Darsteller, so ein Freizeit- oder Erlebnishof. Erlebnishof, und da ist er vom Pferd gestürzt. Guck mal, Deckchen mal abmachen. Ja, er hat sich hier bei Schulter-Eckgelenk verletzt. Entweder eine Luxation. Geht schon. Aber er hat hier auch einen Hochstand des Schlüsselbeins. Okay. Ja. Gucken wir uns dann gleich noch mal an, Herr Beck. Okay. Wir machen hier die Kurve. Wir haben ihm Novalgin gegeben. Okay. Ist sonst von Vitalparametern ist er stabil. Okay. Also Commotio können wir ausschließen. Pupillen sind isochor, Bodycheck, soweit alles in Ordnung. Okay, also isoliert, nur auf die Schulter geknallt. Genau. Okay. Und er hat klagt über Schmerzen in der rechten Hand. Okay. Herr Beck, das kann noch mal kurz ein bisschen ruckeln, der wird noch mal wehtun, noch mal kurz Zähne aufeinander beißen. Dann schauen wir, ob der Patient ganz gelöst ist. Da kommt gleich noch eine junge Dame, das ist die Pferdepatin, die ist wohl vom Pferd gebissen worden. Okay. Die ist mit der Mutter unterwegs. Vom Pferd gebissen. Das gleiche Pferd, was von dem Herrn Beck runtergefallen ist? So wie ich das richtig verstanden habe, ja. Bei Herrn Beck konnten wir ein ganz klares Frakturzeichen erkennen, was uns zum Entschluss kommen ließ, dass es hier sich um eine Schulter-Eckgelenksprengung handelt. Das war ganz klar und deutlich dadurch zu erkennen, dass es hier zu einem Hochstand des Schlüsselbeins kam, was einen erheblichen Anteil am Schulter-Eckgelenk bzw. dem Dach hat. Das Problem ist, dass so eine Verletzung meistens einen langwierigen Prozess, einen langen Ausfall und eine lange Schonung nach sich ziehen. Das heißt, Herr Beck erwartet höchstwahrscheinlich, voraussichtlich, wenn er eine OP hat, auch eine lange Reha-Maßnahme. So, und grüß Gott, Seehauser, Sie gehören jetzt dazu. Ja, hallo, ich bin seine Lebensgefährtin. Ja, okay, wunderbar. Den Hut, den würde ich Ihnen einmal gleich geben. Wir kabeln Sie einmal hier so ein bisschen um, stöpseln Sie einmal an, die Infusion einmal dran. Herr Beck, jetzt erzählen Sie mir noch mal ganz grob, wie kam es dazu? Ich sehe schon, Sie haben so ein Cowboy-Outfit an. Das wurde schon ein bisschen ramponiert und aufgeschnitten vom Sanitätsdienst. Erzählen Sie mal, was ist passiert? Also, wie schon gesagt, ich arbeite auf so einem kleinen Erlebnishof und bin da Teil einer Wild-West-Show und nehme da den Cowboy. Und zeige den Leuten da so ein bisschen ein paar Kunststücke aus dem Wilden Westen, Sliding Stops, Turns, Lasso werfen und so weiter. Ja, heute waren da ein paar Jugendliche, die sich einen Scherz erlaubt haben und mit ihrem Smartphone so Knallgeräusche, und die Pferde haben sich halt mega erschrocken. Er ist eigentlich ein guter Reiter. Ja, so Pistolenschüsse, und das Pferd hat sich mega erschrocken und hat ihn halt abgeworfen, weil eigentlich ist ihm das Pferd gescheut hat, klar. Ich weiß auch nicht, ich konnte die Zügel nicht mehr greifen, die Reins, und da ist das Pferd durchgegangen und ich bin vom Pferd gefallen. Ich weiß nicht warum, ich hatte so einen Krampf in der Hand. So, was wir hier natürlich ganz schön sehen können, das hat der Sanitäter gerade schon beschrieben. Sie haben hier so einen kleinen Hochstand, das fällt jetzt bei Ihrem Lebensgefährten, Herrn Beck, jetzt nicht so auf. Liegt an folgender Sache: Er ist natürlich sehr muskulös, ja, das ist schon mal, in diesem Fall hat das sicherlich einen größeren Schaden vielleicht, ja, sag ich mal, verhindert, denn der Muskel dient da gerade so ein bisschen als Abwehrpanzer. Gerade Deltoideus, der Schultermuskel hier, der ist ja wie so ein Schutzschild drüber. Aber das ist ein ganz klares Frakturzeichen. Ja. Müssen wir auf jeden Fall ein Röntgen anmelden, wenn es einer von euch beiden schon machen könnte. Okay, aber kriegen wir schnell wieder hin und ich kann schnell wieder in den Sattel, oder? Nicht so wichtig. Okay. Wichtig ist, dass du gesund wirst. Ja, die Frage ist generell, wir müssen das ja auch vermerken, in Ihrem Beruf, das ist Ihr Beruf als Cowboy, dass Sie das machen? Nebenberuf. Nebenberuf ist das, okay. Was machen Sie normalerweise? Hauptberuflich arbeite ich am Fließband. Ich bin Werksarbeiter eines großen Autoherstellers. Okay. Ich würde jetzt ungefähr diese ganze Aktion Lasso werfen und sowas, das würde ich eher so als Sport ja auch betiteln. Das sind ja sportliche Aktivitäten. Das ist meine Leidenschaft auf jeden Fall. Hobby eher. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, da müssen Sie sich schon. Also das so klar ein Fraktuszeichen, und ich muss ganz ehrlich sagen, so wie das aussieht, da werden wir sogar nicht um eine OP herumkommen. Das ist so ein klassisches Zeichen. Ja, ja, das ist der Hochstand. Wenn ich das mal abtaste und hier runter, das kann man hier runterdrücken, ja. Das ist ein bisschen schmerzhaft. Wenn Sie so auf die Zähne beißen, darf ich mal versuchen, das leicht zu machen? Ich muss echt so schnell wie möglich wieder aufs Pferd. Wie ist es denn Sie sind ja erstmal hier. Wie ist es denn momentan mit den Schmerzen? Schulter. Ja, geht. Ja, was so ungewöhnlich bei diesem Patienten war halt, dass er so eine Dringlichkeit hatte mit der Genesung, dass er schnell wieder aufs Pferd kommt, dass er schnell wieder sein Kunstreiten da betreiben kann. Das war schon sehr komisch gewesen, weil eigentlich hatte der eine OP vor sich und sollte sich um seine Gesundheit sorgen. Aber irgendwas stimmte da nicht.
Ja, und bei der OP macht man Folgendes. Wenn es darauf hinauslaufen sollte, wird das Schulterdach rekonstruiert. Mit einer Hakenplatte wird eingefügt, drunter verkeilt, verschraubt. Und da ist erstmal Pause, Herr Beck. Den Zahn muss ich Ihnen ehrlich ziehen. Und so sieht das aus. Aber es kommt wieder vollkommen in Ordnung. Ich denke schon, mit einer Reha. Aber okay. Schonung ist auf jeden Fall da. Reiten, Lasso werfen, ich weiß nicht was, Revolver schießen, alles das nicht drin. Läuft. Fällt jetzt erstmal. Wie lange? Mindestens also die nächsten 2 Monate. Oh, Scheiße. Werden Sie erstmal gesund, dass du gesund wirst und dass du deine Gesundheit normalen Steuern pferden können Sie ja trotzdem. Ja, sonst kannst du noch nicht mehr arbeiten. Also das ist ja, das glaube ich auch. Herr Beck, wir sehen uns nach der radiologischen Untersuchung. Falls das sein sollte, sagen Sie Bescheid. Okay. Kann ich mit zum Röntgen gehen? Genau, Sie können davor warten, gleich im Wartebereich. Vor dem Wartebereich müssen Sie warten. Dass Patient Stefan schon seit Wochen ein privates Problem verheimlicht und der Unfall ihn deshalb in große Not stürzt, wird sich noch nach den Untersuchungen herausstellen. Zuvor behandelt Frederik Seehauser das kleine Cowgirl, das von dem Pferd des gestürzten Westernreiters gebissen wurde. Also, dann rekapitulieren wir das nochmal so ein bisschen. Der Herr Beck, der Stefan, hast du gesagt. Der ist, oh, der geht runter. Der ist ja vom Pferd gefallen, ne? Ja. Okay. Und dann habe ich versucht... Den setzen wir der Mama auf, den Hut nehmen wir ab. Wunderbar. Dann habe ich versucht, das Pferd zu beruhigen. Mhm. Und dann hat das mich in der Panik gebissen. Aber das macht das sonst nie, weil ich bin die Patin von dem Pferd. Ach, du kennst das? Total lieb. Okay, du kennst das Pferd als Patin? Ja, das okay. waren nur die Jugendlichen schuld, weil die ganze Zeit mit ihren Handys so komische Geräusche gemacht haben. Mhm. Da darf ich mal gucken? Mhm. Ja. Und du sagst, wie heißt dein Pferd? Silberstreif. Als Patin kennst du das ja, hast du gesagt, ja. Das macht es nicht. Ne? Nee, das ist sonst immer total lieb. Also das war nur, weil das gibt total... Nee, das ist das Schöne. Nähen müssen wir es höchstwahrscheinlich nicht. Sie sehen, das, was sich jetzt hier schon so gebildet hat, das sind einfach nur zum Teil kleine Kratzer und Schürfwunden und natürlich das Hämatom. Josefine, tut es denn ganz doll weh? Du kannst die Finger dann alle so bewegen? Das ja, geht, ne? Es ist nur isoliert hier. Das tut nur da weh. Okay. Also pass mal auf, Selvi. Ich würde sagen, die ganze Geschichte ist nochmal glimpflich davongegangen. Ich glaube auch nicht, dass das, also man sieht natürlich klar, dass Kraft draufgekommen. Jetzt hat die Josefine natürlich auch einen sehr zierlichen Arm. Ist ein bisschen geschwollen. Auch, genau. Ne? Das geht ja alles zurück. Wenn die Schwellung zurückgeht, wird die Wunde auch kleiner. Genau. Optisch jetzt und das wird den Gedächtnis. Genau. Narben, glaube ich, gibt es auch nicht. Vielleicht kleine Hautirritation. Wir machen das so, wir reinigen das gleich, desinfizieren. Die Selvi deckt das dann einmal ab. Dann kühlen ist wichtig. Für mich ist jetzt nur eine Frage noch wichtig. Josefine, oder sagen Sie mal bitte, wissen Sie das, wie schaut es denn aus mit dem Impfschutz? Weißt du da was? Die hat eigentlich alle Impfungen. Alle Impfungen hat sie. Hepatitis zum Beispiel, ja, das ist immer so ein Regeltonus. Josefine fand ich sehr tapfer. Sie hatte das Pferd verteidigt, obwohl sie Schmerzen hatte und eine Wunde am Unterarm hatte. War sie so ein typisches Cowboy-Mädchen, kann man schon so sagen. Also sie hatte Schmerzen, das konnte man sehen, aber sie hat das wirklich ordentlich runtergespielt. Und fand ich schon schön. Sie war sehr jung und trotzdem die Leidenschaft zu dem Pferd, zu dem Hobby, hat da wirklich die Schmerzen da so ein bisschen verschwinden lassen. Und wenn was ist mit Stefan? Naja, da müssen wir erst mal gucken. Ne? Der hat einen ganz schön blauen Fleck, so ein Hämatom an der Schulter. Der ist halt ganz schön draufgefallen. Ne? Kann er denn bald wieder rein? Nee, also Reiten ist auf jeden Fall erstmal Pause. Aber der hat auch gerade schon gesagt, dass er das Erste, was er machen will, auf jeden Fall wieder hier bei dieser Western-Show machen. Der ist ja Cowboy, ne? Bei euch. Wir haben zusammen, im Moment üben wir für die neue Show. Und wenn er nicht mitmacht, dann... Ja, aber das ist ja jetzt nebensächlich. Ja, also du musst ja auch verstehen, ne? Das ist ja für ihn ja auch nur ein Hobby. Der hat ja auch einen echten Job. So. Und da musst du ja auch wieder arbeiten können. Gut. Wunderbar. Ja, einfach ja warten. Josefines Wunde wird zum Glück schnell verheilen. Dagegen gibt es für Cowboy Stefan nach dem Röntgen keine so guten Nachrichten. Zudem plagt den 35-Jährigen offenbar nicht nur seine ledierte Schulter. Schon vor dem Sturz hatte er Probleme beim Festhalten der Zügel. Ja, ich habe mir gerade die Bilder angeguckt bei der Befundung. Herr Beck, da können wir nichts machen. Ne? Das ist gebrochen. Warum? Jetzt schon. Ganz ruhig, ganz ruhig. Holen Sie mal Tiefluft. Langsam, langsam. Was ist auf einmal passiert? Ganz ruhig. Weiß ich nicht. Handkrampf. Ganz ruhig. Lassen Sie mal locker. Langsam, langsam, langsam. Holen Sie mal Tiefluft. Atmen Sie langsam aus. Den Handgelenksschmerzen am rechten Handgelenk habe ich keine besondere Beobachtung geschenkt. Für mich waren diese im ersten Moment irrelevant, denn für mich war wichtig die Versorgung seiner Fraktur im Schulterbereich. Als sie aber beim Aufrichten auf der Trage erneut zum Vorschein kam, war das für mich ein wichtiges Indiz, dass sie gar nicht so unabhängig vom Sturz waren, sondern im direkten Zusammenhang damit hängen. Denn für mich war jetzt ganz klar, dass Herr Beck die Zügel nicht mehr festhalten konnte, hängt auf jeden Fall mit den Schmerzen am Handgelenk zusammen. Nee, Sie sagen, Sie arbeiten noch da an dem Fließband. Ja. Das ist doch Ihr Hauptjob. Ja, richtig.
Machen Sie häufig da irgendwie was? Ja, so häufig monotone Schraubarbeiten und so. Schraubarbeiten, so gerade so im Drehbereich? Ja, ja. Fließband ist ja immer, das ist ja immer eigentlich dieselbe Gleiche. Bewegung, deswegen kann es... Also theoretisch kann das was ganz Banales sein, ja, einfach eine Reizung der Sehnen, kann auch zum Beispiel aber so weit gehen, zum Beispiel wie ein Karpaltunnelsyndrom, das heißt, dass eine chronische Entzündung vorliegt, das heißt, Doppelbelastung, Job, monotone Schraubbewegung plus Reiten mit den Zügeln. Ja, okay, ich will in Zukunft auch lieber reiten, das ist mir wichtiger. Nach der Beschreibung von Herrn Beck und dem Urteil nach der Schmerzsymptomatik stand für mich relativ schnell fest, dass wir es hier mit einem bevorstehenden oder angehenden Karpaltunnelsyndrom zu tun hat. Das entsteht immer, wenn die verschiedenen Sehnenstränge und Sehnenscheiden im Handgelenksbereich nicht genügend Platz haben, um sich bei einem Entzündungsprozess zu dehnen. Ja, dieser Entzündungsprozess, der kommt immer dann zustande, wenn ich zu lange monotone Bewegungen ausführe, die dann eine dauerhafte Reizung verursachen. Und das hat Herr Beck höchstwahrscheinlich aus einer Kombination seines Hauptberufes, wo er viele monotone Schraubbewegungen macht, und zudem noch der zusätzlichen Belastung durch das Westernreiten, wo er stetig mit den Zügeln arbeiten muss. Mit der Schulter, das muss operativ gemacht werden, hatte ich ihn ja schon angedroht. Geht um Folgendes, gerade bei so traumatischen Sachen, das schwillt jetzt immer weiter an, immer mehr Blut sammelt sich da an, das Hämatom wird größer, das ist für die OP immer nicht so förderlich. Das heißt, entweder wir müssen lange warten, das dauert dann länger, oder wir bleiben in unserem Zeitfenster zwischen maximal 4 bis 6 Stunden. Christian, kannst du eine OP klar machen beim Unfallchirurgen? Ich habe vorhin schon mal anklingen lassen, dass ich eventuell einen Patienten habe. Nur wenig später wird der Patient bereits an der Schulter operiert. Dennoch ist der 35-Jährige frustriert und hilflos, weil er nicht weiß, wann er wieder aufs Pferd steigen kann. Warum das für ihn so wichtig ist, hat er aus Scham bislang verschwiegen. Nach dem Eingriff steht dem Hobby-Cowboy ein schwieriges Geständnis bei seiner Lebensgefährtin Clara bevor. Ja, Herr Beck, so ist die OP ist gut verlaufen. Sie sehen ja schon, Sie haben jetzt hier noch eine Stützmanschette drum bekommen. Die werden Sie auch die nächsten Wochen leider noch tragen müssen. Okay. Da kommt auch noch jemand vom Sanitätshaus. Das wird nochmal alles abgemessen. Das ist erstmal ein Provisorium. Ja, man muss wirklich sagen, intraoperativ, also während der OP, das war alles gar nicht so einfach. Denn durch Ihren Muskelaufbau, den Sie haben, herrschen da ganz andere Zugkräfte. Das muss man sich erstmal frei präparieren. Aber man muss auch sagen, diese Muskeln haben höchstwahrscheinlich viel vom Sturz abgefedert. Also war wirklich isoliert, das Schultereckgelenk. Okay. Naja, trotzdem. Glück im Unglück. Glück im Unglück. Ich bleibe aber bei meiner Prognose. Das sind mindestens jetzt 2 Monate absolute Schonung. Ja, das 2 Monate, aber dann kann ich wieder aufs Pferd. Jetzt hör mal auf mit dem Pferd ständig. Warum? Weil es ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du wieder gesund wirst. Und außerdem du hast auch noch einen Job. Was ist denn damit? Natürlich gesund werden, aber der Doktor hat gesagt, 2 Monate, dann ist alles okay und dann kann ich wieder reiten. Irritiert war nicht nur ich, sondern auch Pfleger Christian und Schwester Silvia darüber, dass unser Patient seinen Hauptjob, den Job am Fließband im Werk für Autoteile, dem gar keine Beachtung schenkte, sondern möglichst schnell wieder wissen wollte, wann er wieder zum Western reiten kann. Das ist sehr irritierend, denn für die meisten Leute ist die private Existenz bzw. der Geldgeber immer das Ziel, wo sie am möglichst schnell wieder zurückkommen wollen und nicht zum Hobby. Egal wie die Sache hier ausgeht, ich werde nicht mehr zurückkehren ins Werk. Warum? Ich werde meinen Job verlieren. Und das sagst du mir jetzt? Ja, das Ganze ist mir so peinlich. Was ist los? Schatz, ich konnte das nicht sagen. Natürlich, du kannst doch mit mir über alles sprechen. Das ist ihre Frau. Wenn sie nicht mit ihr reden können, mit wem dann? Das Werk streicht einige Stellen, weil die werden halt in Zukunft durch Roboter ersetzt. Red doch mit mir, das können wir doch auch irgendwie anders. Ich habe auch schon nach einer kleineren Wohnung geguckt und einfach alles nach einem anderen Job noch im Western reiten. Aber da ist im Moment halt nicht so viel. Ich habe nichts gefunden und ich hätte dir so gerne gesagt, dass ich jetzt Westernreiten hauptberuflich mache. Wir schaffen das. Okay. Sag mir demnächst bitte sofort Bescheid. Okay, ich liebe dich, Schatz. Hey Beck, das hätten Sie ruhig lieber mal vorher besprochen. Es geht doch um Folgendes. Sie bekommen natürlich noch Schmerzmittel, je nach Bedarf werden die erhöht. Ja, sagen Sie bitte dem Pflegepersonal Bescheid. Wegen des Karpaltunnelsyndroms, davon gehen wir mittlerweile aus. Da werden jetzt erstmal medikamentös behandelt. Wir werden das wahrscheinlich noch mit Salben versuchen zu therapieren. Sollten da weiterhin Probleme sein, werden Sie bei uns wieder vorstellig, beziehungsweise beim niedergelassenen Kollegen. Das wird man dann ansonsten auch operativ machen müssen, denn ich denke, das war der Hauptgrund am Ende, warum Sie gestürzt sind. Weil hätten Sie sich sicher festhalten können und hätten nicht gekrampft, ähnlich wie als Sie von der Trage so ein bisschen aufstehen wollten, dann wären Sie vielleicht gar nicht erst runtergefallen. Okay. Herr Beck, ich werde morgen früh noch mal nach Ihnen schauen, ansonsten einer der Kollegen. Ne? Nach 2 Monaten war der Schulterbruch des 35-Jährigen verheilt und sein Handgelenk wieder beschwerdefrei. Der ungelernte Fließbandarbeiter hat inzwischen eine Ausbildung zum Industriemechaniker begonnen, um beruflich auf festen Füßen zu stehen.
Nebenbei arbeitet er weiter als Reiter einer Western-Show und bessert damit seinen Gehalt auf.